Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Willkommen zu einem neuen Let's Play. Ihr seht hier schon das Intro, Destruction Derby. Und ja, das ist ein Retro-Game von 1995. Und ich würde sagen, wir starten das Ganze mal. Ich habe das damals auf der PlayStation und auf dem PC gespielt. Und fand einfach genial, dass man hier die Autos zerschroten konnte, kaputt fahren konnte. Hat irgendwie 100 Mark gekostet, das Spiel. Und jetzt weiß ich gar nicht, was ich gemacht habe. Ah ja, Rookie, genau. Jetzt kann man hier sein Auto auswählen. Na, wir nehmen mal das Schwarze hier. Ach ne, das ist dein Medium. Nee. Wenn wir hier anfangen, dann also nicht einfach nur Auto auswählen, sondern Schwierigkeitsgrad auswählen. Wir nehmen mal den einfachen Wagen hier. So, als Strecke ja, hätte man jetzt hier so ein Speedway nehmen können, wie NASCAR. Ja, dann hier so eine richtigen Strecken könnte man fahren. Aber was ich noch suche und was ich damals einfach nur gerne gemacht habe, ich glaube The Bowl oder sowas hieß das. Scheint sich hier nicht anzufinden. Oh ne, die Strecke sieht ja schon richtig schwierig aus für den Anfang. Dann nehmen wir lieber hier den Speedway. Aber ich meine, man konnte irgendwo The Bowl hier fahren. Ja, alles klar. Destruction Derby musste man da dann hier wählen. Und dann konnte man einen Destruction Derby entsprechend fahren. Ja, wir machen einfach mal so ein Übungsrennen. So, bevor ich das jetzt aber starte, erstmal gucken, wie sieht das mit der Tastatur aus. Und vor allem, wer meine Videos guckt, der weiß, ich finde die Musik von damals echt nicht so cool. So, Tastatureinstellungen, Control, also erstmal hier Details, dass wir alles so hoch wie möglich hochgeschraubt haben, weil damals war mein PC ja schon einer der neueren, das heißt, der kann das alles leisten. So, Controls, ja, wir steuern das mit der Tastatur, links, rechts, hoch, runter, Fahrstil, Up, Few Down. So, habe ich mir mal so belegt mit den Pfeiltasten, wie ich das Ganze will. Und dann würde ich sagen, starten wir doch mal das Ganze und give him a try. Mal gucken, ob das immer noch burnt nach all den Jahren. Ich glaube nicht, aber die Grafik ist sehr, sehr bescheiden. Ziel des Spiels ist es jetzt, hier als letztes durchzuhalten. Das heißt, nicht gleich reinzugehen. Ihr seht das hier an dem Auto, das, was da eingeblendet ist, grafisch. Die grünen Punkte, die sollten so lange wie möglich grün bleiben. Auch gerade der Motor vorne sollte nicht so schnell kaputt gehen. Und ja, sollen sich doch erstmal die anderen kaputt machen. Beziehungsweise man könnte natürlich auch rückwärts fahren. Mit jeder Beschädigung, die der Wagen erlitten hat, wird er dann von der Steuerung her schlechter oder eben am Ende, wenn vorne alles kaputt ist, wo es bei mir jetzt schon so ein bisschen gelb blinkt. Boah, da war dann der Motorschaden und dann ging halt nichts mehr. Dann war Game Over. Es macht Spaß, muss ich sagen. Macht immer noch Spaß. Wenn die Grafik besser wäre, wäre es, glaube ich, richtig geil. Wenn man so richtig Beschädigungen sehen könnte und sowas. So ein bisschen wie Autoscooter fahren. Ich muss auch sagen, ich finde die Autos total geil. Diese Stockcars, diese NASCARs. Finde ich, sehen total cool aus. Ja, es ist schon rot. Irgendwann fängt es dann, glaube ich, an rot zu blinken. Ich schon mich jetzt hier mal nicht. Ich gebe jetzt hier mal alles. Ja, man konnte dann hier auch richtige Rennen fahren, ne? Aber da hatte ich weniger Bock drauf. Ich bin immer gerne einfach nur hier dieses Crash-Rennen gefahren. Nicht in die Bande rein hier. So. Oh, nicht in die Bande, sagte ich. Ah, der ist schon kaputt, der raucht schon schwarz. Ups. Ja. Oh, da haben wir einmal gedreht hier ordentlich.
einmal durch da. Ja, das Auto ist jetzt schon wesentlich schwieriger zu kontrollieren, weil jetzt einiges schon kaputt ist. Von hinten kriegst du auch noch mal welche. Ach ja, die Lenkung ist jetzt da, wo schwarz ist auf der Seite, nicht mehr so. Da zieht er irgendwie auch rüber. Ja, mir hat das damals Spaß gemacht. Ich konnte die Autos kaputt fahren, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hatte. Hatte noch keinen Führerschein damals, als das Spiel rauskam. Und als ich einen hatte, da wollte ich natürlich mein eigenes Auto nicht kaputt fahren. Aber das hier, das hat Bock gebracht. Und ich fand das damals auch so realistisch von der Grafik her. Was ich heute nicht mehr finde. Hier, guckt euch dir mal die Landschaft hier an, also diese Wüste. Das sieht aus wie eine schlechte Fototapete, also ja, keine Ahnung. Fand ich aber damals cool. Auch die Zuschauer hier, das ist irgendwie, weiß ich nicht, was das ist. Einfach nur irgendwelche Punkte, sieht aus wie eine Raufasertapete, um mal beim Thema Tapete zu bleiben. Oh, jetzt habe ich gar keine Lenkung mehr hier. Das Ziel war es dann natürlich immer, als letzter noch am Leben zu sein. Beziehungsweise keinen Motorschaden zu haben. Natürlich sehr, sehr schwierig, jetzt dieses Fahrzeug zu kontrollieren, wenn es kaum noch da lenkt. Und jetzt bin ich Game Over. Ja, ihr seht das vorne, schwarz, Motor kaputt. Ja, das ist Destruction Derby. Kannst das Ganze nochmal im Replay angucken, aber das brauchen wir, glaube ich, nicht, weil grafisch schwarz jetzt nicht so toll. Ja, machen wir doch nochmal ein normales Stockcar-Rennen. Mal gucken, auch hier so ein Übungsrennen wieder. Und go for it. Also mal wie NASCAR im Prinzip. Da gab es ja auch damals vom Papyrus. Das ist NASCAR Racing. Das habe ich auch gerne gespielt. Mal gucken, vielleicht können wir das hier auch mal zocken. Auch das erste Teil. Wenn Retro, wenn Oldschool, dann richtig. So. Ah, ja. Gleich die Führung abgegeben. Ah, also die Steuerung ist hier ehrlich. Haben sie nicht so gut gemacht. Auch wenn ich hier bremse, die Kurve kann man trotzdem irgendwie nicht vernünftig nehmen, ohne hier mal die Bande zu küssen. Das hat mich damals schon aufgeregt. Ja, da sind so einige Steuerknüppel wahrscheinlich draufgegangen. Einige Gamepads, ja. Gerade wenn man sich dann gedreht hat und nicht mehr Richtung Fahrtrichtung kam, das weiß ich noch. Aber ich muss ja hier voll ab jetzt, das kann nicht sein, ey. Die Kurve habe ich mal halbwegs genommen hier. Ah, hier knutsche ich schon wieder nur den Rand. Boah. Na, habe ich jetzt Plätze gut gemacht? Vierter bin ich, oder? Oder waren das irgendwelche anderen Autos, die schon überrundet waren? Keine Ahnung. Ach so, nee, das ist oben sind die Runden. 6 von 16 bin ich. Xie. Ja, so richtig raus habe ich den Dreh hier noch nicht. Ah, schon wieder die Bande geküsst hier. Aber hier, ich komme näher an den heran. Den habe ich gleich. Komm mal Innenseite. Aber da zieht der nächste vorbei. Ah. Kann doch nicht sein. Warum sind die schneller als ich? Mein Auto ist doch noch gar nicht so beschädigt, dass ich irgendwie langsamer bin. Ich gebe hier, geb hier Vollgas. Na toll, jetzt hat er mich gedreht, ne? Noch nicht. Oh, 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 oh. Ach hier, der erste überrundet mich schon, ey. Was für eine Schmach. Wie heißt das so schön, wenn man hier nicht gewinnen kann, dann muss man wenigstens den Rasen kaputt treten. Ich glaube, Rolf Rüssmann hat das mal gesagt in den 90ern. Ehemaliger Manager von Gladbach, ich glaube schon gar nicht mehr am Leben. Ja, gerne hätte ich mir den ersten da jetzt nochmal gekrallt in den Rasen kaputt getreten. Das Rennen kaputt gemacht, aber komme ich nicht ran irgendwie. Boah, schon Achter. Unterwegs werden wir nicht letzter, obwohl noch ist das Rennen nicht zu Ende. Wenn ich die Kurven so ein bisschen sauberer nehme,
Aber ich tritt mich schneller, ne? Naja, 8er Mittelmaß. Fürs erste Mal gar nicht so schlecht. Aber ich komme nicht ran, ne? Ah, Race over. Ja, der erste ist jetzt wahrscheinlich ins Ziel drin. Dann darf ich noch nicht mal mehr zu Ende fahren. Ja, Leute, das ist Destruction Derby. Eigentlich relativ einfach und simpel gemacht, das Spiel. Aber mal so für zwischendurch war dieses Stocker-Rennen, nee, nicht dieses Stocker-Rennen, dieses Destruction Derby-Rennen einfach geil, hat Spaß gemacht und ja, habe ich ab und zu gerne gesuchtet. Gab es ein Jahr später auch noch einen zweiten Teil, den spiele ich natürlich auch, ja, im nächsten Video. Also haut rein, bis dann, euer MacPaverick.